So, einen schönen guten Abend hier in Lissabon. Herzlich willkommen zur Aftermatch PK mit unserem Cheftrainer Oliver Glasner. Oliver, herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen 2:1 Sieg bei Sporting und gleichbedeutend zum Einzug ins Champions League Achtelfinale. Hallo auch an euch und Oliver, bitte um dein Statement. Ja, vielen Dank, Bartosz, für die Glückwünsche, die ich gleich 1:1 an die Mannschaft weitergebe. Wahnsinn, was die Spieler einfach immer wieder leisten, wie sie auch mit Rückschlägen immer wieder umgehen. Heute finde ich, wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt, wenig Präsenz gehabt und dann auch 0-1 hinten, völlig verdient, und dann in der Halbzeit waren die Köpfe unten, und dann habe ich zu ihnen gesagt, Jungs, spielt mit Überzeugung in allem, was wir machen, voll oder ganz oder gar nicht. Wenn wir attackieren, dann ganz oder gar nicht, aber nicht so halbherzig, und im Ballbesitz das Gleiche, und jetzt zeigen wir, dass wir das besser können, und die Köpfe hoch, ja, und die Jungs gehen raus und setzen das um. Also das ist unglaublich für mich, wie sie sich gegenseitig auch wieder hochziehen. Sebastian war dann ein wichtiger Faktor mit der Einwechslung, der dann als Kapitän vorangegangen ist und die anderen mitgezogen hat. Und ja, dann waren wir haben viel in der Hälfte gespielt. Und wenn du dann diesen Willen, diesen Glauben, diese Leidenschaft zeigst, dann hast du auch mal das Spielglück mit dem Elfmeter. Ja? Und dann waren wir wieder da. Und dann erzielen wir das 2:1 und bringen sie über die Runden und stehen jetzt im Achtelfinale. Ich kann es selber noch gar nicht glauben. Aber wir haben in unserer ersten Saison 10 Punkte in der Gruppenphase geholt. Das ist einfach überragend. Und was mir am meisten Freude bereitet und mich wahnsinnig stolz macht, ist, dass wir immer wir waren. Ja, wir haben unser Ding durchgezogen. Egal in welchem Stadion, zu Hause oder auswärts, egal welcher Gegner, egal ob Rückstand oder ob wir vorne waren. Und heute waren wir dann zweite Halbzeit auch wieder auf hohem Niveau, wir selbst. Und deswegen, ja, finde ich auch, dass wir völlig verdient im Achtelfinale stehen. Und großes, großes Kompliment an die Spieler, an die Mannschaft, großes Kompliment an den ganzen Betreuerstab, weil ich einfach weiß, wie viel alle hier investieren jeden Tag. Und ja, jetzt freuen wir uns über diesen grandiosen Einzug ins Achtelfinale. Danke. Dankeschön, Oliver. Pippi Schmidt vom Wiesbadener Kurier. Lassner, der Axel Hellmann hat eben gesagt, er wisse nicht, was sie in der Halbzeit gemacht haben, aber sie hätten wahrscheinlich eine sehr ruhige Hand gehabt. Also er wollte damit ausdrücken, dass sie sehr analytisch waren. War das so nach der enttäuschenden ersten Halbzeit? Ich setze mich immer mit einem Analysten kurz hin, und der hat ein paar Bilder gezeigt und hat gesagt, nee, wir müssen den Jungs nichts zeigen. Das ist keine Frage der Taktik, eine Kleinigkeit, die sage ich gleich, aber es ist eine Frage der Überzeugung. Ja. Wir haben einfach, ich finde, halbherzig attackiert, und dann hat man die Qualität gesehen. Sie konnten immer wieder ihre Halbräume bespielen, sie konnten über außen ins Zentrum spielen, wir sind viel nachgelaufen in eigenem Ballbesitz, und das war so die einzige analytische Hinweis. Wir haben uns vorgenommen, die ballfernen Halbräume zu bespielen, ja, den Gegner mit einer Verlagerung über die Sechs, um dort Überzahl zu schaffen. Und erste Halbzeit waren wir halt in diesen Räumen überhaupt nicht präsent. Und dadurch, ja, war das die Idee nicht, konnten wir nicht umsetzen. Und das haben wir dann zweite Halbzeit viel besser gemacht. Wie gesagt, aber in Summe war es einfach, wir hatten einen besseren Spirit, wir hatten eine bessere Energie, größere Leidenschaft, ja, nach dem 1:1. Dann haben wir einfach auch vorne mit mehr Intensität angelaufen, ja, und dann im Gegenpressing waren wir präsent, und dann haben wir das, was wir wollten, nämlich wir konnten uns in der gegnerischen Hälfte festsetzen über weite Strecken. Und das war mit unserem Positionsspiel, aber vor allem mit der Art und Weise, wie wir dann einfach auf dem Platz waren. Das war dafür verantwortlich. Darf ich ganz kurz nachfragen, brauchen Sie dann ein paar Minuten, um, dass Ihnen das auch klar wird, oder sehen Sie das schon in den letzten 5 Minuten vor der Pause? Mich interessiert. Nee, das habe ich nach 20 Minuten gesehen. Also ich hätte gerne Auszeit gehabt, aber die gibt es nicht. deswegen hüpfe ich auch manchmal rum wie Rumpelstilzchen auf der Bank, weil ich das schon sehe, aber nicht eingreifen kann. Das ist das Schlimmste für einen Trainer. Aber nochmal, es hilft nichts, was ich sehe, es hilft nichts, was ich sage. Es ist entscheidend, dass die Spieler das annehmen, dass sie mir und uns allen vertrauen und dass sie das dann versuchen, bestmöglich umzusetzen. Und das war heute dann, denke ich, ausschlaggebend, dass sie es einfach so umsetzen konnten, weil alles andere hätte uns nicht geholfen. Und deswegen gebührt der ganze Dank und das gesamte Kompliment den Spielern, weil die waren dann verantwortlich dafür, dass wir dieses Spiel wieder gedreht haben.
Christopher Michel von Sport 1. Herr Glasner, ja, Glückwunsch zu diesem historischen Erfolg, den heute Kolumani auch mit einer tollen Einzelaktion und einem Wahnsinnsschuss gesichert hat. Am Samstag haben Sie noch gesagt, zum nächsten Schritt, woran man beim Arbeiten muss, dieser Abschluss, vier Tage später, sind es diese Lerneffekte, wo man sich dann auch als Trainer so wahnsinnig freut, gerade bei dem Jungen, der ja auch immer jubelt nach jedem Tor, wo man ihm ja auch so sag ich mal, eine kindliche Freude fast noch ansieht. Also heute von Lerneffekt zu sprechen, das wäre schon zu viel, aber es war halt dann, ich fand, dass Kohl heute nicht so gut im Spiel war. Er hat auch zu wenig die Tiefe gesucht und in dieser Aktion, muss man ja sagen, dass Ansgar den Ball abfängt und mit zweiten Kontakt dann über die Kette spielt. Und das war auch so die Idee, viel mehr hinter die Kette zu spielen, wenn sie einen tiefen Abwehrblock haben, weil sie ganz wenig Räume dir anbieten. Und das war dann, haben wir einfach auch schlecht umgesetzt, erste Halbzeit. Und in der Situation top. Und dann setzt er sich halt durch, auch mit seinem Tempo. Der Gegner hatte Respekt, keine Elfmeter zu verursachen. Und ich glaube, dann war er Augen zu und durch. Und er hat halt toll getroffen und das Spiel entschieden. Ralf Weitbrecht von der FAZ. Herr Glasner, es gibt nicht viele Spiele in der Champions League, die innerhalb von nur 45 Minuten zum Man of the Match aufsteigen. Sebastian Rode hat es heute geschafft. Ein außergewöhnlicher Spieler, aber auch ein Mensch. Welchen Wert, welche Bedeutung hat er für Ihre Mannschaft als Anführer? Ein Riesenwert und habe ich schon ganz oft erwähnt und ja, heute völlig verdient. Man of the Match, habt ihr schon gesagt. Sebastian ist dann vorangegangen, hat sich in jeden Zweikampf geschmissen, fußballerisch sowieso überragende Qualität. Aber auch er alleine hätte es nicht schaffen können heute, sondern er hat die anderen dann mitgerissen, mitgezogen und dann kam dieser, das was ich sage, diese Überzeugung kam zurück in allem, was wir gemacht haben. Und das, da war Sebastian heute der Leader und das musste nicht mit Worten sein, sondern mit Taten. Und er war der Leader dann und hat den Jungs unglaublich geholfen, dass wir das Spiel noch drehen konnten. Aber gedreht hat es die gesamte Mannschaft und das war auch so die Message heute vor dem Spiel. Weil natürlich, ich glaube, wir haben jetzt ja, ganz wenig Wechsel die letzten Spiele gehabt und dann gibt es den einen oder anderen, der wenige Minuten hatte. Und ich habe gesagt, die 11 starten, aber ich bin sicher, die 11 werden das Spiel nicht beenden und die 11 können das Spiel nicht gewinnen heute. Das war die Message auch heute vor der Abfahrt und wir werden jeden brauchen, egal wie viele Minuten er spielt und wir werden jeden brauchen, der heraus ist und die Daumen drückt und so war es heute und deswegen wieder mal ein Teamerfolg heute. Bitte sehr, der Kollege hier in der Mitte. Thank you. Afonso Sanchez-Balnachid, good evening. During the first half, Frankfurt didn't create a lot of chances, doing it mainly from set pieces. What did you try to tell your players at halftime to reverse the situation and to try and score a couple of goals? Kann ich Deutsch antworten? Oder? Yeah. In English? Yeah. That is what I mentioned before. Is first half, we did everything, maybe with half the power we wanted to do. We attacked with maybe 80% of intensity when we had the ball. Yeah, we were happy when we could keep it, but in our last line, so we didn't attack the spaces behind, and especially the plan was to come from the, I don't know if it's the right word, half space on the weak side, of because we know Sporting, they always move and make it very tight where the ball is, so we wanted to change the side with our six, but we didn't have a player in this space we wanted to use. And this was the tactical message, so more being in these spaces, and then we can go with the face on the defense and then attack the space behind them. And the second was do it with more conviction, do it with 100% conviction. Everything we do full or we don't do it. So if we attack full or we don't attack. So we are in our, we are waiting for the next situation. And when we have the ball, it's the same. Pass faster, pass harder, take the positions. And then when you're in good positions, then attack the space behind the defense so that they can have always the problem and are in danger that we could be create chances. And then if we lose the ball, go in counter press with highest intensity, not with us 80%, because 80% is not enough for Champions League. And the players did it really great in second half. Christopher Michel. Herr Glasner, die Bundesliga dauert jetzt zwar noch eine Woche, aber die Europapokalsaison, sage ich jetzt einfach, das Europapokaljahr ist jetzt beendet. Es angefangen hat Anfang März in Sevilla und jetzt
heute hier mit so einem Sieg endet und so einem Erfolg. Sind das auch in Ihrer Trainerkarriere oder generell der Fußballerkarriere eigentlich die geilsten oder schönsten 10 Monate, die man so oder 9 Monate, die man so erleben konnte? Die schönsten 9 Monate waren die Schwangerschaften meiner Frau. Habe ich mich noch mehr gefreut danach, weil alle Kinder gesund zur Welt gekommen sind. Aber es waren, danach kommen diese 9 Monate, zumindest beruflicher Natur. Wobei ich schon Makler habe, ich hätte gerne den Supercup gegen Real gewonnen. Ich denke, auch da haben wir eher so gespielt wie heute, erste Halbzeit, nicht mit totaler Überzeugung. Aber wir haben daraus gelernt und ja, möchte noch kein Fazit ziehen. Ich habe den Spielern auch gesagt, ich möchte heute, natürlich werden wir noch anstoßen auf diesen Erfolg, aber es wird keine große Feier und keine Party geben. Wir wollen das jetzt bis zum letzten Bundesligaspieltag gegen Mainz durchziehen auf höchstem Niveau. Wir sind einfach in einer tollen Verfassung. Wir sind in der Bundesliga richtig gut dabei und das wollen wir jetzt auch durchziehen. Habe ihnen allerdings, weil ganz so, wie sagt man da, so ein harter Hund bin ich dann auch nicht, habe gesagt, wir werden einen Tag im Januar später zu trainieren beginnen, dann haben sie einen Tag länger zum Feiern im Urlaub. Aber heute, wie gesagt, anstoßen, darüber freuen, noch ein bisschen quatschen und dann Regeneration, weil in Augsburg, ja, wir sind harter Fight und wir wollen bereit sein, um 3 Punkte in der Bundesliga zu holen. Habt ihr noch Fragen an Oliver Glasner? Scheint nicht mehr der Fall zu sein. Dann Dankeschön. Danke sehr, Oliver, für alles, was heute passiert ist, auch im Namen der Belegschaft des Clubs. Historischer Moment, Achtelfinaleinzug in der Champions League. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Genießt die Nacht. Ja, und ihr danke. Auch hoffentlich. Danke.